Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Heute übrigens schon zum dritten Mal, ja. Aber ihr kriegt das ja nicht mit, weil es kommt ja eh jeden Tag ein Video raus. Aber die Zeit, wo wir zwei Videos an einem Tag raushauen, die ist schon lange vorbei. Ja, was haben wir auf dem Gabentisch? Ihr kennt es vielleicht schon vom Logo, vom Schriftzug her. Mixery ist angesagt. Wir hatten schon mal ein Mixery gehabt, das hat uns der liebe Drachen83 ja mal zukommen lassen, das war diese Cola-Bier-Geschichte. Jetzt haben sie im Pennymarkt in Aktionsware, hatten sie jetzt hier dieses Mixery Ultimate Lemon. Ich so, was ist das denn? Naja, nimmst du mal mit, musst du auch mal probieren, ist sogar in der Bierbasis eingetragen, zählt als Biermischgetränk und auch hier tatsächlich 85% Bieranteil. Und Leute, ich dachte, ich sehe nicht richtig. 6% Umdrehungen für ein Biermischgetränk. Ich grübel. Hatten wir auf dem Kanal noch nicht gehabt. Und ich muss auch ganz klar sagen, in meinem gesamten Leben habe ich noch nie ein Biermischgetränk getrunken mit Lemon, was tatsächlich 6% Umdrehungen hatte. Jetzt bin ich ja mega gespannt. Ich überlege gerade, wie könnte das schmecken. Ne? Das kommt ja schon so langsam an so ein kleines Böckchen ran, ne? Wo man sagen könnte, ja, ein kleines Starkbier. Aber okay. Was kommt da aus dem Hause Carlsberg? Da kommt es nämlich wieder her, das gute alte Mixery. Ja, steht auch eben nochmal ganz groß drauf hier, Carlsberg. Ja, erstmal zu dem Design möchte ich ganz gerne was sagen. Und zwar, mir gefällt diese Dose wieder ganz gut, weil, ich weiß nicht, ob man es hört, das ist so wie so eine Reptilienhaut, wenn man da so rüberfasst, das ist hier so, ja, wie gesagt, so anti-rutschfest oder so, keine Ahnung, ob das dann so Grip hat, so einen gewissen Grip irgendwie, ja, da so rumspielen dran mit einem Daumen. Also auch da ganz interessant, finde ich ganz gut. Ja, Bier und Lemon ist klar. Ultimate Lemon! Ja, okay. Ich würde sagen, wir knacken mal die Büchse. Machen wir sie mal auf. Ja, guten Sound hat sie. Und dann wollen wir sie mal laufen lassen, da die 6% Umdrehungen da. Mal sehen, was da rauskommt. Oh, das ist ja grün. Naja, was erwartet man auch von einem Lemon-Mix-Bier-Mix-Getränk? Leute, ich bin heute den ganzen Tag fröhlich. Also wenn ihr die letzten drei Videos gesehen habt, inklusive diesen hier, müsst ihr auch denken, ist der Typ besoffen? Hat er heute schon im Büro gesoffen oder was? Nee, ich weiß auch nicht, das Wetter ist so fröhlich da und irgendwie heute ist hier... Also ich dachte, das wäre wesentlich schlimmer hier. Ich habe die extra so ein bisschen länger aufgehoben. Weil ihr wisst ja, ich mag sowas eigentlich gar nicht, diese Biermischgetränke. Und irgendwann müssen wir sie ja mal hier vorstellen. Und deswegen, die letzten haben mir nämlich, muss ich sagen, auch wirklich gereicht. Also ich brauchte jetzt erstmal gerade eine Scheibe Salami, weil das war so süß gewesen, auch dieses Doppelkaramell da von gestern. Und ich habe es gestern gesehen, das war mein voriges. Und ich habe auch ganz komisches Gefühl im Hals, ja. Das ist schon alles verklebt vom Zucker, oder? Weil das alles so süß immer ist, ja, furchtbar. So, ich sehe nämlich nach dem richtigen Bier. Das kommt dann aber morgen erst wieder. Jetzt machen wir erstmal das hier. Ja, was haben wir denn da? Das sieht auch nicht aus wie ein Bier, ist aber auch ein Biermixgetränk. Deswegen, es sieht nach irgendetwas aus. Ich weiß nicht nach was. Irgendwie so Orangenbrause. Ja, beim Einschank dachte ich gerade, das ist grün. Also wenn man das hier so reinhält, dann sieht das grün aus. Aber irgendwie jetzt ist es, ja, was ist das, gelb? Blume gibt es gar nicht. Komplett, komplett Blumen und Krone los, das Ganze hier. Also, ja, das sieht wirklich aus wie Limonade. So, mal gucken. Hat eine schöne Trübung auf jeden Fall, das müssen wir schon mal sagen. Das finde ich schon mal ganz gut. Eine gewisse Tiefe ist tatsächlich auch drin. Ich würde sogar sagen, es ist ein bisschen tiefer als eine normale Limonade. Karbonisierung ist vorhanden, es perlt sogar recht ordentlich. Hat eine schöne Tiefe, das Ganze. Sieht recht gut aus. So. Ja, was ist das jetzt hier? Also da ist die Softbox, die Lichtquelle. Beim Einschank sah es grünlich aus, jetzt geht es eindeutig ins Orange rein. So orange-gelb, ein helles Orange mit einem leichten Grünstich. So würde ich das irgendwie bezeichnen wollen. Na gut, Lemon ist ja auch grün, ne? Ja. Ich weiß nicht, soll ich das bewerten jetzt von der Optik? Also als Bier kann ich es nicht bewerten, das ist kein Bier. Also wie machen wir das? Das heißt, es ist ja schon Bier, 85%, aber das sieht nicht so aus. Deswegen... Ja, ich schätze mal, das soll so sein. Machen wir mal 5. 5 von möglichen 10 Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, mal gucken.
Oh. Das kenne ich. Das ist die Limone wahrscheinlich. Das ist ja so ähnlich wie dieser eine Cocktail. Wie heißt denn das? Ist das Mojito? Mojito oder wie? Nee, wie heißt es? Mojito heißen die, ne? Und Caipirinha ist genau. Caipirinha riecht auch so ähnlich. Habe ich schon mal in Italien am Strand getrunken, hier sowas ähnliches. Vom Geruch her. Das ist so Limone mit Crushed Eis, so in diese Richtung. Ja, genau, Limone mit Crushed Eis, so in diese Richtung geht das. Wenn ihr so Italien, Adria, küsst du schön am Strand da, ja, und dann geht das. Eine leichte Süße vielleicht noch. Ja, also es riecht jetzt nicht unangenehm. Auch wieder so dieses typische chemische, aber das kennen wir ja schon von diesen Biermischgetränken. Aber es ist jetzt nicht unangenehm, ja? So, Freunde, dann würde ich mal sagen, will ich das wirklich? Ich habe die auch, muss ich zugeben, alle auch ein bisschen besser gekühlt noch. Vielleicht du kratzt es deswegen da hinten so. Ja, also, Freunde, hier, wisst ihr wieder Bescheid, heute schon zum dritten. Zum Wohl, auf euch, ja, auf das hier, was ist das hier? Ultimate Lemon und auf den hoffentlichen Genuss. Okay. Ist da Orange drin? Und direkt mal lesen. Nee. Schade, steht nicht da. Ja, steht nur jetzt hier, wie gesagt, diese Limette, die da drin ist. Limettengeschmack. 15% Erfrischungsgetränk und dann haben wir dann Fruchtgehalt von 3% drin. Also, ich weiß nicht, beim Antrunk jetzt eben, also ich würde deutliche Orange rausschmecken. Es sieht nicht nur so aus, es schmeckt auch ein bisschen nach Orange. Die Limette kommt ganz klar durch. Auch wieder dieses Pappige, ja, was immer so klebt irgendwie. Diese so, ja, das ist immer ein bisschen komisch, aber... Verzeihung. Ja, dann recht spritzig das Ganze. Vorsichtig, nicht zu schnell trinken, das ist vielleicht die Gefahr dabei. Gerade Hochsommer, ich glaube, sowas ist immer sehr gut im Sommer. Ne? Nur bei 6%, da müsst ihr aufpassen. Ja, das ist wie gesagt, nicht zu schnell trinken. Das boxt einen ganz gut weg. Es ist was fürs jüngere Publikum, glaube ich. Also ich glaube, hier so ein alteingesessener Herr hier wie mich hier oder so, die überzeugt man mit diesen ganzen Sachen irgendwie wenig. Also man kann es trinken, ja, aber... Da ist auch zu wenig Bier drin. Es sind 85% Bier, aber die schmeckst du nicht raus. Ich mach's mal kurz, ja? Wir brauchen uns gar nicht länger darüber aufhalten. Wir hatten schon dieses Mixery Cola gehabt, diese Geschichte. Da war es ähnlich. Wobei das hier besser schmeckt als die Cola. Das ist ja Geschmackssache. Diese ganzen Geschichten hier, Mixery, alles was es gibt, Bier irgendwie zu mischen mit Grapefruit oder sonstiges, das hat eigentlich nur ein Ziel. Das hat irgendwie das Ziel, eine jüngere Generation an, sage ich mal, alkoholische Getränke beziehungsweise hier an diese Brauereiprodukte ranzuführen, um einfach noch mehr Umsätze zu erzielen. Da geht das Ganze nämlich hin, weil eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich sag mal, ein konservativer Biertrinker, der wirklich tatsächlich dann irgendwie sagt, komm, ich setze mich abends ins Wirtshaus rein und da möchte ich gerne da mit den Kollegen da mal ein, zwei Bierchen trinken, dann schöne Bayern, vielleicht auch die ein oder andere Maß, ne? Dann hat man was vor. Dazu eine schöne Brotzeit oder so, eine schöne Haxe oder so und dann freut man sich. Dann hat man diesen hedonistischen Genuss. Das ist irgendwie so in gepflegter Runde, sage ich mal. Ja, da macht sich das ganz gut oder als Feierabendbier. Hier hingegen ist genau das Gegenteil. Hier ist nichts Schweres, nichts Gemütliches, nicht da, wo man wirklich vom Genuss sprechen kann. Sowas hier, das will schnell getrunken werden. Das ist auch unglaublich dynamisch, wenn man das schon so im Mundraum hat, das will sofort runtergeschluckt werden. Und wenn man anfängt, mit der Zunge noch rumzuspielen, dann merkt man auch irgendwie, dass diese ganzen Nuancen da drin sowas von flach sind, sowas von stumpf sind, die eigentlich kaum ein hedonistisches Bedürfnis stillen tatsächlich, ja. Und das ist der ganzen Sache so ein Problem, wo ich sage,
Damit wird man Schwierigkeiten haben, die ältere Generation, sage ich mal, anzusprechen. Ja, weil das einfach zu frech ist. Das ist zu dynamisch, zu spritzig, zu jung irgendwie. Ja, das ist einfach ganz klar, das ist die Zielgruppe 16 plus, sage ich jetzt mal. Bis zu einem gewissen Alter, ich denke mal so mit 25 oder so, dann hat man auch keine Lust mehr großartig drauf. Dann konzentriert man sich, wenn man Bierliebhaber ist, tatsächlich eher so auf die ganz traditionellen, auf die klassischen Biere. Von der Grundidee sage ich ja nicht, Bier auch zu mischen. Klar, soll es auch gehen, warum nicht? Ich wäre der Letzte, der jetzt dagegen antreten würde und sage, nee, das darf jetzt nicht sein. Aber ich will einfach mal diese Lanze brechen und einfach sagen, das hat nichts mehr mit Bier zu tun. Das ist einfach dann, auch wenn hier, guck mal, hier sind 85% Bieranteil drin. Das hat vom Geschmack her, kommt da gar nicht, diese ganze Braukunst, diese Tradition, diese drei Komponenten, eigentlich vier mit der Hefe, die man einzeln rausschmecken kann, die so vielseitig sind, so wohltuend sind, auch für die Gesundheit, das kommt hier völlig weg, das geht völlig daneben. Das Ganze schmeckt hier mehr nach Chemie als alles andere. Ja, also das ist dieses Problem, wo ich sehe bei diesen Biermischgetränken. Und spezialisiert jetzt nicht nur auf dieses Mixery hier, sondern allgemein für alle, die wir bis jetzt. Ich wollte es einfach nur mal machen jetzt in diesem Video, einfach das nochmal ein bisschen weiter ausholen, um einfach da nochmal den Standpunkt klar und deutlich zu vermitteln, dass es, wie gesagt, eine objektive Einschätzung ist, wie ich die Sache so sehe und auch, denke ich, viele andere auch sehen. Ja, also da muss man eine ganz klare Linie ziehen zwischen diesen Mixgetränken und zwischen traditionellen Bieren. Nicht nur beim Aussehen, beim Geruch, sondern auch tatsächlich im Mundraum selbst, wo sich dann halt der Geschmack entwickelt. Und ja, so passiert das halt. So, Mixery Ultimate Lemon. Ganz klar, fällt mit in diese Schublade, in diese Kategorie Mischbiere mit rein. Auch hier mit 6%, das ist schon eine heftige Hausnummer, sage ich mal. Da muss man wirklich vorsichtig dann auch mit sein. Ja, also nicht zu viele und vor allen Dingen dadurch, dass es so süß ist, unterschätzt man das. Und wie gesagt, gerade Jüngere, sage ich mal, die so nicht wirklich, sage ich mal, vernünftig vielleicht damit umgehen und dann ganz schnell aus dem Gebrauchen Missbrauch wird. Und da sehe ich halt auch diese Gefahr da drin, ne? Weil dann halt gerade so die Jüngeren, auch komm, lass mal ein bisschen mehr trinken, ist gerade feierlich da draußen. Wir waren selber mal jung, wir wissen, wie das ist. Und deswegen sehe ich da so eine Gefahr, weil zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Also so in diesem Ausmaße zumindest. Ja? Radler gab es dann natürlich auch und das einzelne Wasser. Ja, und auch ähnliche Sachen. So, gut. Wie können wir sowas jetzt bewerten? Das wird jetzt ein bisschen schwierig wieder. Es ist okay im Sommer, sage ich auch hier. Ein, zwei Dosen im Jahr kann man davon trinken, vielleicht sogar drei. Es ist soweit okay, es gibt wesentlich Schlimmeres, was noch übler schmeckt. Durchaus trinkbar und dementsprechend objektiv. Wie gesagt, objektiv, fair möchte ich das bewerten. Subjektiv ist ganz klar, fällt bei mir unten durch, weil ich ganz klar, ich bin einfach ein Bierliebhaber und ich mag halt einfach den Biergeschmack und nicht so eine Fruchtgeschichte daher. Also das ist also chemische Fruchtbombe. Deswegen objektive Bewertung und ich glaube von der Qualität her ist es okay, ist grundauf solide, das kann man machen, geschmacklich auch einigermaßen abgestimmt, verläuft alles parallel nebeneinander, aber man sind diese Limette und auch den Alkohol, das soll so schmecken wahrscheinlich, eisgekühlt, das passt soweit ganz gut von der Komposition her. Aus diesem Grund, hedonistischer Genuss bleibt aus, eine Erfrischung bekommt man definitiv, wie gesagt, eher für die Jüngeren. Konsumierer oder jüngeren Endverbraucher. Ich bewerte es hier mit 3 von möglichen 5/6 Punkten als objektive Bewertung ausnahmsweise mal. Und ja, trinke ich auf jeden Fall heute noch aus und damit sind wir fertig. Und jetzt freue ich mich, weil ab morgen, da haben wir hier noch einen Kasten zu stehen und da haben wir wieder schöne Biere, Originalbiere. Und das wird schön werden, da freue ich mich. Alles klar, Freunde, verliert euren guten Biergeschmack nicht. Biersüffler ist draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.